Okay, hallo zusammen. Heute Tabata-Training. Erstmal, was ist Tabata? Tabata ist ein hochintensives Training, also kardiovaskulär sehr anstrengend. Es gibt da verschiedene Übungen dazu und wir machen heute 4 Tabatas. Wenn ihr am Anfang seid, also Beginner vom Fitnessstadius, dann fangt einfach mal ein bisschen mit 1 oder 2 an. Wenn ihr schon vorgeschritten seid, dann könnt ihr auch gerne alle 4 machen. Tabata. Ein Tabata besteht aus 4 Minuten, 20 Sekunden eine Übung machen, danach 10 Sekunden Pause. Wir machen Tabata mit 2 Übungen, das heißt, wir machen erst 20 Sekunden hier zum Beispiel im ersten Tabata Sit-Ups, 10 Sekunden Pause, danach 20 Sekunden Kniebeuge, 10 Sekunden Pause und dann wieder die Sit-Ups. So wiederholt sich das quasi, bis ihr ein Tabata durchgemacht habt. Dann kurz Pause. Das zweite Tabata. Jetzt erkläre ich noch, wie die Übungen ablaufen, worauf ihr achten müsst. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch online Musik runterladen auf Spotify oder im Internet nachgucken auf YouTube. Da gibt es verschiedene Songs, die spezifisch für dieses Tabata-Training zugeschnitten sind. Okay, dann Nummer 1, Sit-Ups und Kniebeuge. Für die Sit-Ups einfach wieder eine Matte nehmen oder am Boden geht auch. Füße hier zusammen. Einmal nach hinten gehen, Bauchspannung halten, wieder nach oben. Immer berühren. 20 Sekunden. Dann, wie gesagt, 10 Sekunden Pause. Kniebeuge hatten wir im ersten Video schon. Achtet drauf, Knie gehen hier nicht zusammen. Fersen und Füße bleiben am Boden. Arme gehen nach vorne. Oberkörper bleibt relativ gerade. Auch wieder 20 Sekunden, dann 10 Sekunden Pause und ihr fangt nochmal mit den Sit-Ups an. Dann Tabata 2. Tabata 2 besteht aus Burpees und Schwimmen. Die Burpees, ihr geht folgendermaßen vor. Ihr geht hier runter, Hände am Boden, Sprung nach hinten, Brust und Becken geht am Boden und dann initial hochspringen, landen, aufstehen. Das ist eine Variante vom Burpee. Wem das ein bisschen zu schwierig ist, einfach hier runter gehen, halten kurz, wieder hoch. Also Burpee nochmal hier runter, komplett ab, hoch. Ihr könnt auch gerne noch springen. Das sind Burpees. Burpee war quasi Übung 1, Schwimmen ist Übung 2. Was ist Schwimmen? Klar, nicht das klassische Schwimmen, wir haben kein Poolbecken. Aber hier Arme und Beine ausgestreckt, Spannung halten, kleine Bewegungen, Spannung halten, 20 Sekunden. 10 Sekunden Pause, dann wieder Burpees. Da war da 3 Stern-Sit-Ups bzw. Todessterne, wie es meine Fitnessgruppe nennt. Ihr setzt euch wieder auf eure Matte, Füße auseinander, Hände auseinander und dann hier in der Mitte zusammenkommen. Wieder auseinander und zusammen. Juh. 20 Sekunden. Achtet darauf, dass ihr im Rumpf die Spannung halten könnt. Dann wieder 10 Sekunden Pause. Bergsteiger. Am besten stützt ihr euch irgendwo ab. Hier. Und dann hier die Knie ranziehen. 20 Sekunden. Knie Richtung Brust ziehen. 10 Sekunden Pause. Und das letzte heute, Kniehebelauf und Plank. Das kennt ihr eigentlich alle. Also Knie hoch, richtig hochziehen, 100% geben und dann den Unterarmstütz. Wieder auf die Matte, wenn ihr wollt, und in den Plank gehen. Hier darauf achten, nicht durchhängen, Spannung halten, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Dann wieder Kniehebel auf. Als Aufwärmen könnt ihr gern auch leicht mal joggen, Knie ein bisschen hochheben, hinten anfersen und Arme ein bisschen kreisen. Ja, dann viel Spaß bei Tabata Workout. Bis dann.